ein Getränk wegstellen. Okay, hallo. Oh, jetzt ist er wieder Horror. Entschuldigung. Horror geht wieder los hier gerade. So, warte. Komm, wie nimmst du? Achso, kann gleich weitermachen. Cool. Dann lass mal gleich direkt machen. Beeilen wir uns ein bisschen. Und dann fliegen wir da durch und probieren mal ein anderes Ende aus. So. Was ist das denn für ein Müll? Lieber Pausenbrot, das hat auch der Doktor bei deiner Geburt gesagt. So. Manchmal muss man mal wieder... Also, manchmal ist es Zeit. Okay. Slept well. Ich mach mal ganz kurz eben Kameraeffekt wieder aus. Ich weiß nicht, warum er sich das nicht merkt. Shadow Quality of Hard and Soft. Aus irgendeinem Grund merkt er sich das nicht. Default. Texture Quality 100%, Hard and Soft, alles klar. Cool. So. Okay. Wir ziehen uns was an. Unsere Manager-Klamotten. Was ist hochgekrabbelt? Das war ein bisschen wie bei Grudge, die Dame. Das war ein bisschen wie bei The Grudge, falls du gesehen hast, unter der Bettdecke, als dann die Mutti da... Das war, glaube ich, die Mutti, die uns schon zweimal Freude bereitet hat. Also wir könnten jetzt theoretisch sogar noch was essen. Ich spare das mal für später, ne? Das Essen spare ich für später. Wir gucken aus dem Fenster. Dann hören wir eins von drei Samples und dann würde ich sagen, Tür zu, da ist das Essen noch im Kühlschrank, ich nehme Taschenlampe. Ja gut, das ist richtig. Die motivierte Stimme sagt, wir sollen Taschenlampe mitnehmen. Bist du sauer? Ich bin mega sauer. So. Gut. Ich wollte mich beeilen, ich wollte das Essen sparen. Jetzt habe ich beim ersten Mal aus Versehen direkt gegessen, ich wusste nicht, dass es Pflicht ist. Aber wir essen die anderen Tage doch auch nichts. Na gut. Zack. Gut. Das Essen kann ich für den Mann ja nicht mitnehmen. Wir müssen ja selber essen. Aber wir werden dem Mann vielleicht... Nein, nimm es mit. Aber ich kann es doch nicht mitnehmen. Ich muss doch selber essen, oder? Ich bin unsicher. Eat Bento, nö. Ich muss es halt essen. Schon mal eine Schlafparalyse gehabt? Nein. Ich hatte nur mal einen sehr, sehr weirden Traum. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe geträumt, da bin ich irgendwie im Kaufhaus. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Im Kaufhaus auf einer Rolltreppe gefahren. Es war damals im alten Horten in Braunschweig, was inzwischen Galeria Kaufhof ist. Da bin ich mit einer Rolltreppe gefahren und dann habe ich gesehen, irgendwie unten war so ein bisschen Ladendieb oder sowas. Hat er was geklaut, lalala, und ist hier rumgelaufen. Und dann fing unten eine Schießerei an. Ich bin gerade nach oben gefahren. Und einen Schuss habe ich einfach gemerkt. Bei einem Schuss war plötzlich so warm bei mir auf der Brust irgendwie. Und dann gucke ich es an mir runter und sehe, ich bin getroffen worden von einer Kugel. Ist die Treppe hier? Ach, die Treppe ist immer kaputt. Okay. Ich bin getroffen worden von einer Kugel. Hab das so festgestellt einfach und hab einfach gemerkt, wie ich sehr langsam, wirklich sehr langsam, und das war unglaublich real alles. Also wirklich, wirklich real, als würde ich da selber gerade wirklich die Rolltreppe hoch. Und hab einfach gemerkt, wie ich langsam sterbe. So, und hab's noch so gedacht, und das war's jetzt, hab ich so gedacht, so soll dein Leben enden. Und dann bin ich nach und nach so weggedriftet, so in dieser Realität. Und bin dann erstaunlicherweise dabei genauso langsam wieder aufgewacht. Und ich hab gedacht, dass das Jenseits. Ich hab gedacht, ich bin tot. Ich bin aufgewacht und habe legitim gedacht, ich bin tot. Weil das alles so fucking real war. Du guckst an dir runter, du spürst die Wärme auf deiner Brust von dem Blut, was langsam aus der Wunde läuft. Alles. Und dann fadet langsam alles aus, die ganze Welt. Und dann wachst du auf und denkst, du bist tot. Das war super weird. Das hatte ich so noch nie. Also noch nie in meinem Leben. Und seitdem auch nie wieder. Das war die komischste Traumgeschichte, die ich bis jetzt hatte. Naja, die zweitkomischste. Ja, es war sehr merkwürdig. Ja. Was habt ihr denn mit dem Blumen? Der Blumen ist doch schön. Ich mag Blumen, wenn Blumen an ist. Plotwist, das war kein Traum. Kann sogar sein. Vielleicht ist das hier alles nur die Hölle. Wir lachen darüber, aber es ist wahr. So, okay, pass auf. Der junge Mann. Hallo. Ich weiß, was hier wirklich geschehen ist. Dieser Laden war ja mal... ein Haus, ne? Ich wurde gerufen, euch alle zu warnen. Von denen, wenigstens Namen ich nicht aussprechen kann. JF Judgment, hier.
Bring me food or you will receive eternal punishment. Okay, wir bringen ihm Food. Lass mal gucken, ob es geht. Tag, Pori. Darum arbeite ich hier, alles klar. Das Poster ist merkwürdig. Ich mach mal alles, ich mach nicht alles anders, aber so ein bisschen was. Okay, warte, warte. So, hier, die sind expired. Nehmen wir mit. Ich hoffe, der stirbt nicht, weil das abgelaufen ist, aber ist ja Mindesthaltbarkeitsdatum, es müsste alles noch gut sein. So, hier. Da, 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 da. Hier. Ja! Okay. Aber ja, wo geht er denn hin? Ich habe leider total oft eine Schlafparalyse. Boah, das finde ich fürchterlich. Du wachst auf und kannst dich erstmal überhaupt nicht bewegen und nichts machen. Gar nichts. Null Niente. So, Austin Lee. War der Dubai Austin Lee Magazines. Das ist so cool. Und das Bild hat vielleicht auch jemand einbauen lassen, oder? Attracted to it. Das ist bestimmt auch ein... Oder? Was? Das würde bedeuten, die Hölle hat Schokolade, Kaffee und Rum. Okay, auch den Chat, aber insgesamt doch ganz cool. Schön. Okay, das muss auch weg. Looked fine. Das hier muss... Nee, wo anders? Das ist auch fein. Da, das sieht widerlich aus. So. Boah, einmal Schlafparalyse. Leider seit meiner Kindheit darunter. Boah. Aber wie ist denn das bei Schlafparalyse? Man kann sich nicht bewegen, aber kann man noch atmen? Laut einer Studie kann man seinen eigenen Tod nicht träumen. Also ich hatte früher ganz oft, etwas früher, also Kindheit und Teenager, glaube ich. Oder ich glaube eher Kindheit, hatte ich ganz oft Träume, wo ich halt gestorben bin. Ob ich irgendwo runtergefallen bin, ob ich auf Gleisen war und da kam die Straßenbahn oder sonst irgendwas. Ich hatte ständig Träume, wo ich halt am Ende tot bin. Und dann bin ich aufgewacht, so halt. Ne, kennt vielleicht der ein oder andere von euch auch. Und das hatte ich so oft und so lang, dass ich irgendwann, das hört sich doof an, aber irgendwann wollte ich das nicht mehr. Und dann habe ich mich bemüht, im Traum festzustellen, dass das ein Traum ist, dass ich es selber beeinflussen kann. Und das war mega spannend auf jeden Fall. Da bin ich dann quasi vom Haus gesprungen im Traum und wusste aber, dass es ein Traum ist. Und deswegen habe ich quasi kurz vor dem Aufschlag habe ich abgedreht. Das hört sich jetzt komisch an, aber kurz, ne, bevor man jetzt hier so flupp, bin ich abgedreht und konnte fliegen im Traum. Ich konnte wirklich fliegen über unseren Häuserblock. Ich habe zum ersten Mal gesehen, wie unsere Häuser von oben aussahen. Ich habe den Baum gesehen, bei mir vor meinem Kinderzimmerfenster und so weiter. Und alles halt, es war alles auch surreal, real, sage ich mal. Also auch etwas zu detailliert, ehrlich gesagt. Das war sehr cool. Das war der krasseste Traum oder das krasseste Träumen, was ich jemals hatte. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch könnte, keine Ahnung, aber seitdem habe ich halt auch nicht mehr sowas geträumt. Pore. Altes Haus. What? Was? It's just that I recently heard someone had fell off the bridge you just crossed. Das hat er letztes Mal gar nicht gesagt. Laut Traumdeutung. Traumdeutung ist immer so, da steht immer vieles, ne? Und vieles Vages irgendwie. Vieles, was immer auf viele Situationen passt. Okay, there was an old lady that she saw a man walking down the street with his legs completely bent the other way. Was? Das hat er vorhin nicht gesagt. Ein Mann, deren Beine komplett in die andere Richtung gezeigt haben? Wenn das doch nur wahr wäre. Ha, 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 ha. Sorry. Okay. So, das haben wir schon gemacht. Your Manager. Gut. Einstempeln. So, zack. Gut. Ich probiere mal was. So, warte. Vielleicht der Typ, dem du das Essen gegeben hast? Nee, das glaube ich nicht. Ah, okay, ich kann mich nicht vor sein Auto stellen. Ich dachte, er kann mich überfahren vielleicht.
Ist das jemand anders jetzt? Brochaccio! Okay, warte. Wer schreibt um die Aufträge, wenn der Manager tot ist? Der hat ja hinterher nichts mehr geschrieben, glaube ich, ne? So, warte, der kauft jetzt eh ein. Ach stimmt, ja, hier im Chat wird nichts gelesen. Ja, hast du recht. Ja, hier wird nichts gelesen. Bin sehr froh, dass du dich hier auskennst, Petzo. Vielleicht ist der Manager zu diesem Zeitpunkt schon tot. Aber er doch erst am vierten Tag, oder? Ich glaube erst, ja. Man liegt einfach da, bekommt manches mit, aber kann auch Hallus dabei sein. Man kann nichts mehr machen, nicht schreien, nicht mehr bewegen. Ich leide darunter, sehe mir Kacke. Okay. Boah, mit Halluzination? Ich dachte, man wacht auf und kann sich einfach nicht bewegen. Aber hat man dann noch so halb... Ist man dann noch halb am Träumen? Oh, okay, das ist... Oh Gott, das wird ja noch furchtbarer. Okay, ganz kurz zum Spiel übrigens. Ihr habt recht. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass der Manager die Bänder vorher hat und der Manager lässt das an uns schicken. Das Paket war direkt an uns adressiert. Der Manager hat uns die Pakete geschickt. Mit den Videos. Die hatte der Manager vorher. Oder? Oder gibt es mehrere Videos vielleicht? Weil der hat ja auch... Nee, wir haben die gehabt, aber der Manager hat die trotzdem alle. Also ich sehe schwarze Gestalten jedes Mal, wenn ich eine Schlafparalyse habe. Geht es anderen auch so? Schwarze Gestalten. Mir wurde im Trauma in den Kopf geschossen. Es war extrem realistisch, inklusive dem warmen Blut, das ich gespürt. Nach dem Aufwachen habe ich genau dort punktuell sehr starke Kopfschmerzen. Uff. Ich hatte das einmal, da bin ich halb wach geworden und dann saß da eine quasi Grudge-Dame am Rande meines Bettes und hat sich zu mir gebeugt. Boah, Schlafparalyse ist ja furchtbar. Jetzt gucken wir direkt auf die Kamera. Warte. Jetzt ist aber nichts. Jetzt ist er kein Junge. Hat schon aufgehört, okay. Naja gut. Diesmal ohne Bänder schauen. Also wenn sie es irgendwie machen lässt. Ich dachte gerade, da steht jemand, das war ein Schatten. Eine Spiegelung. Wenn sie es machen lässt, würde ich es gerne ohne Bänder schauen machen. Hier kommt der Pakettyp. Tobi meine ich. Der Tobi kommt da. Bei Schlafparalyse drückt mir meist die Luft ab. Meist sitzt etwas auf meiner Brust oder eine alte Frau versucht mich zu ersticken. Oh Gott. Das müsste man alles aufschreiben und verfilmen. So, Tobi! Mein Lieber, was los? Ja. Will ich aber nicht haben. Nee, will ich nicht. Danke. Will das Paket nicht. Ich glaube, wir müssen das annehmen und wir müssen das Band erstmal gucken, ne? Ich will's nicht. Tobi, lass mich in Ruhe mit deiner schwebenden Hand. Ja, ich nehm's an. So, warte. Das Mysteriöse ist, dass viele Menschen die gleiche Gestalt sehen. Ein Mann mit Hut. Ja, seit Indiana Jones 4 ist alles nicht mehr so, wie es war.
Da hast du recht, das ist alles anders geworden. Take it home, nein! Ich glaube, wir müssen. Schlafparalyse hat jeder, der einschläft. Passiert diese Paralyse ohne Schlaf, nennt man das Kataplexie. Ja, wir wissen aber, ich glaube, wir wissen, was wir meinen, oder? So. Okay, ich muss das Paket öffnen. Wir nehmen es nach Hause. So, Badabook, da gab es doch einen Film, oder? Was mache ich denn mit dem Band? Ich muss es halt einlegen. Wir haben noch keinen Mülleimer hier. Der kommt erst am vierten Tag. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich No klicken kann, wenn ich doch eh nichts machen kann. Ich... Rausgehen kann ich auch nicht mehr. Ich nehme an, die Tür unten ist zufälligerweise. Warte. Einfach gehen. Hä, noch ein Kühlschrank? Hier liegt's drin, okay. Ja, ich kann beim Einlegen vielleicht nochmal Nein sagen. Das Problem ist aber... Nee, kann ich nicht. Ich glaube, ich muss die ersten drei Bänder eh gucken. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe schlafen, wir müssen das ja machen. Bei Watch Closely auf Nein. Ja, ich glaube, das ist nix. Ich glaube, wir müssen die ersten drei Bänder gucken, oder? Das blaue Poster am Laden haben wir angeguckt, alles gut. Wir haben dem Mann Essen gegeben, haben wir auch gemacht. Zur Arbeit können wir jetzt, glaube ich, nicht gehen. Warte. Rennen kann ich auch nicht. Jetzt versuchen wir rauszugehen. Lass mal gucken. Nee. Nein, wir müssen das Band gucken. Wir müssen die ersten drei Bänder gucken. Ja, ist ja doof. Oh, der Karton da oben, guck mal. Ach, super gruselig. Und das Kissen? Nee, sah gerade nur so aus. Okay. Na gut. Doof. Da muss ich alles nochmal genauso machen. Ach, na gut. Wo ist Pan eigentlich, wenn du streamst? Die wartet draußen vor der Tür. In der Kälte. Nein, die ist natürlich oben. Entweder im Wohnzimmer oder bei sich im Aufnahmeraum. So, warte. Sie wartet dort mit Corinna. So, okay, das haben wir gemacht. Jetzt können wir aber zur Arbeit. Taschenlampe haben wir genommen. La. Jetzt geht die Tür auch wieder auf. So, lass mal wieder einen Laden stiefeln. Inzwischen weiß ich, wie wir hinkommen. Wir brauchen nicht mehr so lange. Ich bin sehr schreckhaft. Sollte ich abschalten? Es gibt ein paar Erschrecker. Wir haben die gerade alle schon gesehen. Wir machen gerade den zweiten Durchlauf, weil wir ein anderes Ende testen wollen. So, warte kurz. Und wenn wir das gemacht haben, dann ziehen wir natürlich noch ein anderes Spiel durch, ne? Machen wir einfach. Können wir ja machen. Huch. Oh, ich bin einfach runtergesprungen. Voller Motivation. La da 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 da. Die Frage ist natürlich, hatte die Mutti uns lieb, als sie uns am Bein hochgekrochen kam? Hatte sie uns lieb? Oder sind wir dann gestorben? Ich weiß es nicht genau. Wir haben ihrem Blag geholfen, wir haben ihm alle Fernseher angemacht. Wir haben eigentlich alles getan, ne? Also eigentlich. Unser Freund ist nicht wieder da. Gibt es jeden Tag irgendwas, was wir machen können, was vielleicht optional ist? Nee, ne? So. Gut. Na, guck mal. Moin, Tag Pori.
Sag mal, du hast ja nichts gemacht wieder heute. Faules Schwein, muss wieder alles selber machen. Na gut, let's go. Hm, ja, gut, hier sieht alles gut aus. Ja, ja, ja. So, was mussten wir denn heute machen? Heute war nicht der Auffülltag. Heute war der Rattentag. Na, dann gehe ich mal raus. Tach. So, schön die Ratten wegmachen. Da. Die guten alten Ratten. Na, zeig mal her. Hallo. La, la, la. Wir wissen ja, wo die toten Ratten dann landen. Da, 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 da. Man muss die Ratten töten. Oder warte mal, man muss die Ratten nicht töten, ne? Muss man ja gar nicht. Obwohl, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Was passiert, wenn wir gar nichts machen, was auf dem Zettel steht? Der Manager ist ja eh schon tot. Werden wir dann gekündigt und kriegen einen anderen Job? Ich glaube, da ändert sich gar nichts, oder? Wo sind die letzte... Wo waren die nochmal? Hier hinten, ne? Ja. Kann ich mich eigentlich durchbacken? Nee, ne? Das wäre so schön, wenn das ginge. Geht nicht, das geht nicht. Kein Schlüssel da unten. Okay. Zack. Haben wir gemacht. Ich kann hier leider nicht rennen. Die Zeit vergeht nicht, wenn du die Aufgaben nicht machst. Ah, also müssen wir die Aufgaben... Wir müssen also alles gleich machen. Wir können nur am Ende uns entscheiden, ob wir das Videoband machen. So, was denn los? Hey, hey, das Doors would open on their own. Ja, Sensor, alles klar. Poltergeist, das hat man gesehen. Okay. Das hat man schon. Das hat man auch schon. Da, Garbage haben wir auch gemacht. Also, zack. So. King of Retail kenne ich, glaube ich, gar nicht. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. So, er geht wieder weg mit seinen dicken Frankensteinfüßen. Broch, broch. Ich hab's. Dem schicken wir ein Videoband. Dem schicken wir das. Machen wir mal. Keymaster. Lieben, lieben, lieber Keymaster. Danke für die Gifted Subs. Dankeschön. Und Roggenhans. Auch dir Dankeschön. Vielen Dank. Und Dekadent ist auch wieder da. So. Ah, ich arbeite immer schon ein bisschen ohne einzustempeln. Na klar. Warum nicht? So. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ist der König schon wach? Ist der König schon wach? Oh. Kopfnuss. Richtige Kopfnuss-Oma. So. Drück dir doch einmal mal Band in die Hand. Ja, die kann das ruhig gucken, das ist okay. Aber dann fliegt die auch noch rum. So, la 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 la. Schnarch, schnarch, schnarch. War eine gute Idee, das nochmal zu probieren, mit einem anderen Band. Das war eine sehr gute Idee.
Die Oma ist eigentlich erst 30, aber sie hat gestern The Longing in einer Nacht durchgespielt. So. So, was mache ich denn mal? Mist, ich habe nichts zu essen hier. Das ist natürlich ärgerlich. Ich komme, Entschuldigung. Ich stehe auf Klogeräusche, deswegen lausche ich da. Ach, er. Hab einig. Ja, halt's Maul. 5 Bier. Ja, jetzt kommt der Biermarathon. Hier. Das ist ja furchtbar. Okay, zack. Ich hab vergessen, dass das alles ein bisschen länger dauert. Na, hier, ich hab dir doch gegeben. Fang! Ich werf dir das Bier einfach richtig durchgeschüttelt zu. Das ist eine gute Idee. La 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 la. So. So, Ja! Ja, nice! Juhu, ich krieg Chicken McNuggets, geil! La, 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 la. Wer bitte schüttelt den Bier vom Trinken nicht? Also ganz ehrlich, Bier mit Kohlensäure ist widerlich. Ein Bier muss richtig schlaff schmecken. Für den Gourmet. So, dann gibt's noch ein paar Kippen. So, warte. Hier Kippchen, Meister. Und dann hier einmal Löhnen, bitte. Jupp, ciao, mach's gut, ne? So. Tschüssen. So, Oma, hast du fest abgelunzt? Wo ist Ken-Kun? Du weißt, wo Ken-Kun ist? Ich dachte, ich hab's ja nicht. Jetzt wissen wir auch, wer Ken-Kun ist. Dieses Haus gehört meiner Tochter. Was habt ihr getan? Wie könnt ihr es wagen? Deswegen ist auch der Manager tot und wir sind tot, ne? Also wir waren. Ich glaube deswegen. Ich glaube, das ist der Grund. Das Haus gehörte der Tochter und wir haben hier schön einen Convenience Store draus gemacht, aber ganz ehrlich, die Tochter hatte also hier draußen ein Haus mit so einem riesen Parkplatz und allem drum und dran. Klingt authentisch, du Lügenbold. Raus hier, los, raus, bevor ich mich vergesse. Tsch, tsch, raus mit dir. Tsch. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt gleich Ken-Kun. Wir erinnern uns. Diesmal kommen wir ihm zuvor. Wir machen gerade ein Let's Watch von Sonic. Bruder, muss los. Piu. So, warte, mal gucken. Habt ihr gesehen? Da war der Bub gerade. Hat sich nur einmal getraut, weil wir die Kamera schon direkt, ne? Ja. Wir sind so clever. Klefer, wir sind sehr Klefer. So. Da 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 dam. Die hat nichts gekauft. Nee, die war nur zum Kacken hier, die Oma. Und scheißt uns an. Also wirklich. Die Oma kommt in den Laden mit ihren 50 km/h, scheißt hier fett ab innerhalb von 2 Stunden und beleidigt uns dann noch und sagt, wie könnt ihr nur? Das ist halt die Oma. Tatsächlich ja. So, wir kriegen ein neues Paket. Pass auf. Ah, huch, was ist das denn? Oh. Das, Nervennahrung. Tobi kommt rein, da muss ich mal ganz kurz eben, eine Milchkammer. Wo? Haben Bobby. Bobby wird für. Das war vorher aber noch nicht hier, das Paket, oder?
Das war doch vorher noch nicht hier. Nö. Nö, behalte ich. Das meins jetzt. So sind doch ältere Menschen immer. Arrogant, meckern nur rum und denken, früher war alles besser und nur die Jugend wäre assi, obwohl sie selbst es auch sind. Lieber General, das G1, das Lustige ist, du darfst nicht vergessen, du wirst einer von denen. Du sagst jetzt, nein, ich werde keiner von denen. Und damit bist du schon genau auf dem richtigen Weg. Und im Grunde genommen sagst du ja genau das Gleiche, nur umgekehrt. Du bist genau auf dem Weg. Du bist genau auf dem Weg in diese Hölle. Genau dahin. So,